Grüezi miteinander. Die Grillsaison steht wieder vor der Tür. Wir möchten Ihnen gerne zeigen, auf was Sie achten müssen, damit Sie Ihren Grill sicher in den Betrieb nehmen können. Als erstes sollte man mal den Schlauch optisch kontrollieren. Die Schläuche werden mit der Zeit versprühen und bekommen Risse. Am besten tut man hier dazu den Schlauch ein bisschen beugen. Dann sieht man sofort, wenn es quer Risse drin hat, sollte man ersetzen. Das könnte etwa so aussehen. Ersatzschläuche erhalten Sie jeden Bau- und Hobbymarkt von Coop. Am besten nehmen Sie den alten Schlauch gerade mit. Falls Sie den Gasschlauch ersetzen müssen, empfehlen wir, das Anschlussstück innen sauber zu reinigen. Das geht am einfachsten mit einem Stück Haushaltspapier. Anschliessend nimmt man den neuen Schlauch, setzt ihn gerade auf. Achtung, Gasschläuche haben immer links gewinnt, das heisst, man muss im Gegenuhrzeigersinn anziehen. Ziehen die Verschraubung von Hand fest und schauen, dass sich der Stutzen nicht mehr bewegen kann. Anschliessend ziehen wir ihn mit einem 17er Gabelschlüssel festziehen. So. Wir schliessen jetzt das Ende vom Schlauch im Gasgrill an. Und da tun wir auch zuerst die Verschraubung von innen putzen mit unserem Haushaltspapier. So, jetzt ziehen wir die Überwurfmutter wieder um handfest anziehen und kontrollieren, dass der Stutzen gut sitzt. Und dann mit dem 17er Gabelschlüssel richtig festziehen. So, jetzt können wir den Druckregler an die Gasflasche anschließen. Das ist auch wiederum ein Linksgewind. Wir ziehen im Gegenuhrzeigersinn an. Die Überwurfmutter fest anziehen und nachher den Druckregler mit den Mutteren zusammen drüllen. So erreichen wir ein höchstes Anzugsmoment. Und somit ist unsere Gasverbindung dicht. Die Dichtheit unserer Gasverbindung können wir überprüfen, indem wir ein bisschen Spülmittel 50-50 mit Wasser verdünnt und anschliessend idealerweise mit einem Pinsel auf die Verschraubung aufdrehen. Anschliessend drehen wir die Gashahnen auf und kontrollieren, ob Blätter entstehen. Die Verschraubung beispielsweise ist jetzt noch nicht dicht. Wir drehen den Gashahn wieder zu und ziehen die Verschraubung noch einmal nachziehen. So, jetzt drehen wir den Gashahn wieder auf. Tun noch mal ein bisschen Seifenlösung drauf. Et voilà, dicht ist es. Das Gleiche machen wir auf der anderen Seite der Verschraubung. Mit dem Rest des Seifenwasser können wir von Hand den Schlauch einreiben und kontrollieren, ob er auch dicht ist. Auch hier darf es keine Blasenbildungen geben. Sollte Ihre Gasverbindung immer noch nicht dicht sein, nach mehrmaligem Festziehen, dann melden Sie sich bitte bei der Service-Hotline unter folgender Nummer. So, jetzt wäre Ihr Gasgrill betriebsbereit. Achten Sie immer darauf, Gasgrill dürfen nur im Freien benutzt werden. Und besonders wichtig ist auch, dass Gasflaschen immer neben dem Grill positioniert werden. Sollte mal etwas passieren, hat man so noch die Möglichkeit, den Hahn zuzudrehen an der Gasflasche. Bevor wir in Betrieb nehmen, immer zuerst die Deckel öffnen und kontrollieren, dass sämtliche Gasventile geschlossen sind. Jetzt können wir das Ventil an der Gasflasche aufdrehen. So, Ihr Gasgrill ist nun betriebsbereit. Wir können Brenner zünden. Wir tun in der Regel immer vom linken Brenner her beginnen mit Zünden. Et voilà. Dann der nächste Brenner. So, jetzt brennen alle Brenner, der Grillplausch kann losgehen.